Okay, boom. Trainer, erstmal einen schönen Abend. Da kam eine Frage, was machst du gegen einen Schwinger? Idealerweise mit Kombination und einmal direkt. Es gibt zwei Arten von Schwinger. Einen eng, was ihr vom Tyson kennt, und der anderen lang oder ein bisschen größer. Für beides ist es sehr, sehr einfach. Es ist nicht schwer. Schwierigkeit ist, wenn ihr kein Timing habt. Der Boxer braucht in seinen Schlägen einen Rhythmus. Und wir brauchen das genauso in unserem Trapping. Immer daran denken, der Boxer, wenn er boxt, hat er einen Rhythmus. Deswegen trainiert auch sehr, sehr viel alleine, Sparring, alles. Warum? Weil der Rhythmus sehr, sehr wichtig ist. Das sind Eigenschaften. Und wir machen das im Trapping-Bereich, jetzt nicht im Boxen, aber jetzt beim Schwingen. Mach nochmal bitte. Jetzt macht ihr den engen Schwinger. Ihr habt zwei Alternativen. Wenn ihr eng kommt, geht ihr direkt rein, aber ihr müsst halt schnell sein und ihr braucht gute Timing. Wenn du jetzt keinen guten Timing hast, dann mach das bitte nicht, sonst hast du eins in der Fresse. Stattdessen machst du den Kick in die Eier. Kein Mensch kann die Eier beschützen oder schützen. 90% der Menschen greifen dich immer links vorne an. 10% sind rechts vorne, in der Regel. Machst du den Eye-Jab oder den Schulter? Fertig. Warum? Er kommt von außen, er kommt gerade. Meinst du, wenn du diesen Schlag in die Augen bekommst, dass du weiterkämpfst? Kannst du nicht. Oder du gehst mit der Faust zum Schulter und dann kombinierst du mit Kopf, Knie, Ellenbogen. Können wir es einmal noch drehen? Dreh doch mal. Jetzt mach langsam nicht damit. Zum Schulter. Boom. Und das sind alles Realität. Schläge. Warum? Weil der Schlag ist ja nicht das, ich schlage hier richtig rein. Boom. Schau, das sind Schmerzen, der Arm kommt gar nicht mehr. Deswegen ist die Zentrallinie auch offen. Wenn das passiert, boom. Ach so, die Deckung wird runtergezogen durch den Schmerz. Genau. Jetzt. Weil der Arm bleibt hier nicht. Wenn ich jetzt hier schlage, weißt du, der Arm bleibt hier. Jetzt mach ich mir jetzt 10%. Okay, boom. Ja. Geht's? Los. Dann mach jetzt den Kopf, Knie, mach ohne Füße, komm, mach. Rein, schieb. Okay, und jetzt den kleinen Schwinger oder den engen, gehen die Eier, boom, fertig. Das hier, das steht, Leute. Steht links vorne. Der kann, welcher Mensch kämpft so? Hast du schon mal jemanden gesehen, der so kämpft? So, dein ist hier, uninteressant, die Eier sind immer frei. Deswegen, sportlicher Wettkampf ist eine andere Sache. Da draußen ist es eine andere Sache. Natürlich, MMA ist 1 gegen 1 sehr, sehr gut. Aber MMA hat die Philosophie von der Straße nicht. Jetzt stell mal vor, du bist in einer Bar. Jetzt mach mal den Takedown in einer Bar. Es ist eng. Okay, jetzt hast du ihn auf den Boden gebracht. Jetzt hat aber noch ein, zwei Freunde. Was dann? Oder deine Waffe. Oder er schlägt die Flasche kaputt und dann greift er dich an. Das sind alles Sachen für da draußen, dass du dein Fokus, also dein Horizont so erweitert, ist nicht so engstarrig. Das ist der Unterschied. Natürlich, die punchen auch, die kicken auch, die holen dich auf den Boden. Ein letztes Mal machst du langsam, wieder das hier, boom, okay, sofort packen. Schön. Und jetzt macht er richtig mit Druck und du gehst in die Eier, aber nicht treffen. Fertig. Mehr nicht, Leute. Menschen, die das verstehen, Profis, die wissen, um was das geht. Die anderen nicht.